Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind. Wo sind wir eigentlich? Machen wir ganz einfach. Ich zeige euch mal die Karte. Und zwar, ja, 13 Lichtjahre unter der Ebene. Also, ja, wir hier ein paar Sachen markiert. Und da bin ich schon mal hingeflogen. Mir war auf Feuer. Wo waren wir dann da? Irgendwo hier in der Kante oder so. Ja, bin ich schon mal hingeflogen. Und. Genau, wir haben ein paar Bookmarks im Ziel. So und das, keine Ahnung. Und wir fangen mal an. Wir haben noch zwei Sprünge, das geht ja relativ fix. Und das müsste eigentlich ein Neutronisch. Ne, Quatsch, Quatsch, ein weißer Zwerg müsste eigentlich sein. Irgend so ein komischer Typ. Nicht so häufiger, wenn man anfliehen wolle. Ja. Was gibt's Neues? Ja, ich habe jetzt ein bisschen noch an meinem Programm rumgeschraubt. Ich denke, ich bin soweit durch. Also vorerst. Ups, hier ist gar nichts bei dem Gegenstand. Na gut, dann weiter. Und zwar habe ich jetzt so noch umgebaut, dass man die Desktop-Notifications sieht. Ich habe jetzt. Oh, DAV, nicht schlecht. Ich habe jetzt ein paar Pakete ausprobiert, um sowas zu machen. Spezielle Pakete auch für Windows. Ist leider ein. Naja, Fehler ist es nicht. Das ist so ein Feature. Da steht immer ganz oben in der Notification, welches Programm das weggeschickt hat. Und unter Windows ist das immer ein Python-Prozess. Was ja eigentlich auch stimmt. Allerdings kann man das scheinbar gar nicht ändern, so wie ich das gesehen habe. Da muss ich das halt mit selber. Und sonst scheint das wohl zu funktionieren. Das ist schon mal praktisch. So, größter Rekord. Persönlicher Rekord. Größte Sonnenmassen bei einem weißen Zwerg vom Typ DAV 0,6 Sonnenmasse. Mhm. Und hier sind wir schon fertig. Ja, neuer Codex-Eintrag. Ja, DAV. Habe ich da noch nicht so viel. Ja, 7.747 Kilometer Radius, 12.000 Grad heiß, so 12.700. Interessant, man, da könnte man doch eventuell, wenn das schon ein Rekord ist, muss man gucken, wie viel ich da überhaupt schon habe von der Sorte. Moment. Ich will jetzt nur die Kamera bewegen und nicht das Schiff. Das Schiff jetzt zu bewegen wäre irgendwie böse. Dann geben wir mal noch Gas und fliehen direkt auf den weißen Zwerg zu. Das wäre natürlich höchst unschön. So. Nächstes Ziel. Ich muss noch ein bisschen peilen. Okay. Muss mal ein bisschen. So, hier sind wir da. Richtig. Also müssen wir jetzt. Puh. Was ist ein interessantes Tor? Oh ja, 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 da fliegen wir auf jeden Fall hinter S-Sterne. Gucken wir uns an. Sowas von. So, genau, wo waren wir? Mir war, dass ich mal ein Programm rumgeschrieben habe. Also die neue Version ist eigentlich, sagen wir es mal so, die Features von die neue Version soll, sind jetzt eigentlich drin. Muss ich das Ding noch im Kollege schicke, beziehungsweise habe ich schon gemacht. Erst mal kurz drüber gucken mit Windows, damit noch nichts passiert. Ich habe mir nämlich zumindest mal eine VM gezogen, so eine Windows 11 Developer VM. Gab es bei Microsoft ganz normal runterzuladen, damit ich das mal probieren konnte. Also zumindest mal die Notifications so testet, das hat funktioniert. Installieren konnte ich. Das hat mir relativ gut ausgeschaut. Ja, es ist jetzt sogar die Funktion schon drin, dass man das im In- und Ausschalten kann. In den Einstellungen. Was habe ich noch gemacht? Genau, auf Anregung auch habe ich den Button zum
zurücksetze von den Credits, habe ich aus dem Menü rausgebaut, aus dem Ende, ach, dann muss man sich erst so Fenster öffnen, für die Flugstatistik anzugucken und dann kommt man das erst löschen. Das kann man jetzt direkt machen, also auf der Hauptoberfläche, weil das sind zwei Buttons weggefallen, weil der jetzt immer aufpasst, ob sich irgendwelche Dateien ändere. Das muss man dann nämlich starten, das ist auch ganz praktisch, denke ich. Nochmal Fehler behoben. Kurioserweise hat der Fehler zum Erkennen von nicht landbare, also die Prüfung von Erkennen von nicht landbarer Planeten hat nicht funktioniert. Okay, das war wahrscheinlich jetzt auch nicht so tragisch, weil wer will doch schon prüfen, interessant ist doch eh landbar. Das hat funktioniert. Ja. Da war was terraformierbar, und jetzt ist noch eine Wasserwelt dazukommen und noch nie offen. Mhm. Genau, hier und da noch was anderes geändert. Genau, wenn Kollege okay gibt, dann werde ich das Ding auch wahrscheinlich im deutschen Forum veröffentlichen, dass da mal was Jung gibt. So, da haben wir hier zwei terraformierbare Wasserwälder und zwei Wasserwälder, eine terraformierbar und noch ein terraformierbarer Planet. Lass uns mal gucken. 2, 4, 5. 2. Wo ist die 4? Ist die 4? Die 4 hier? Ja, die 4 ist hier. Das bietet sich gerade an. Da können wir gerade hier bei die 2 fliegen. Dann können wir das und das. Okay. Das ist. Hört doch valide an. Ist auch gar nicht so weit. So, was gibt's sonst noch? Ja, könnte eigentlich noch mal ein Film-Update. Wir haben einiges geguckt in der letzten Zeit. Fangen wir dann doch an. Was war denn das? Die erste. Ah, das war so ein Doppelpack von 80er Slasher, das erste. Boah, ich glaube, die kriege ich gar nicht mehr zusammen. Weil es auch nicht so gut war. Das N war Platti. Ich muss mal gerade gucken. Das ist so Sach. Oh, das haben wir klein. Ah, Blood Rage. Genau, Blood Rage war das. 80er Slasher. Und der war gar nicht gut. Was war denn das noch? Ich kann mich schon fast gar nicht mehr dran erinnern. Also auf jeden Fall, der war echt nichts. Der hat scheiß Charaktere, der war nicht spannend. Hat komischerweise auf Letterboxd ein paar ganz gute Kritiken. Ich verstehe es nicht. Ich fand den Film eigentlich überhaupt nichts gut. Die Effekte waren, glaube ich, ganz okay. Das war's auch schon. Ach, das war das mit dem komisch. Nee. Ich weiß es schon nie. Auf jeden Fall war scheiße. Dann gab's Bloody Moon. Auch so 80er Ding. Mit dem tolle kreative deutsche Titel Die Säge des Todes. Gab's in den 80er war ja alles des Todes. Beste Titel ist nur noch Paco, Kampfmaschine des Todes. Und da kommt mein Mäuschen. Meine Mieze kommt gerade. Ihr wisst, was das heißt. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich muss mich um die Katze kümmern, die hat gestern harter Abend. Herrchen heute besucht, der Besuch heute Hunde bei, die sich die ganze Ohren verzogen. Da muss ich. Da hat sie heute ein bisschen extra Streicheln, Herr denn müdig. So, aber mir ist es doch wieder eingefallen, was es in einem andere Film ging. Moment. Den S-Stern gesehen. Moment, warte mal. Ich bin doch gerade auf dem Weg zum S-Stern. D3C50. Ja, den kenne ich. Aussie, da bin ich eh auf dem Weg. Den anderen nicht.
Raya Foea, kann ich mir das gerade mal notieren? Kann ich, Moment, machen wir gerade mal eine kleine Unterbrechung. Raya Foea Q Y Z D 13 15, nicht 16 und auch nicht 17, die 15. So, gucken wir mal, wo sind der? Ja, ziemlich weit weg hier. Also DC-Stern. Was? Was will ich mit dem DC-Stern aussehen? Breia? Foea? Ach, KF, so, ich hab die Dinger vermischt. KF A D 11. Die habe ich vermischt, die zwei. So, interessant, dass es die auch die Nummern im anderen System gab. Ein M? Nein, den rote Riese kenne ich nicht. Jetzt kenne ich ne. So, gerade mal antworte. So, okay. Also, worum es in Blood Rage ging. Und zwar so junges Brüderpärchen, Mutter im Autokino, die flirtet lieber. Und der N bringt halt jemand um, schiebt die Schuld halt auf den anderen, also drückt ihm das Messer in die Hand, schmiert nur so ein bisschen mit Blut. Mami, Mami, er war's. Der Unschuldige wandert dann in die Nervenheilanstalt. So, 20 Jahre später büxt er aus dort und wie der Zufall so will, fängt sein Bruder wieder das Töten an. Ja, die Effekte waren gut, die Charaktere waren egal, bis auf die Mutter, die war so nervig. Oh, die hat so genervt. Ich war schon. Ich habe schon teilweise Szenen mit ihr übersprungen, weil ich es einfach nicht ertragen, wie nervig das war. Genau. So viel dazu, dann Bloody Moon, ja, die Säge des Todes, wollte ich ja vorhin schon erwähnt, das, genau, so ein Avatar, ganz klassisches Setting, irgendwie so ein entstellter Typ, der bringt irgendwie jemand um und dann irgendwie auch ein paar Jahre später oder so. Auf jeden Fall ist es so eine Sprachschule in Spanien. Das ist irgendwie so deutsch-spanischer Film, muss das sind. Und es sind halt ein Haufen Mädels in der Sprachschule und irgendjemand tötet halt die Leute. Ja, der war auch nicht gut. Die Effekte waren ganz okay. Das Beste war dieser einmalige Auftritt von der Säge, ja, das ist also so groß, ist so Industriesäge halt, so riesige Ding, die wird halt Emmo benutzt, man sagt, der hat den deutschen Titel draus gemacht, das ist auch gleichzeitig die beste Szene überhaupt im ganzen Film, aber auch nicht so gut. Ja, und dann hört man halt gestern, sprich Freitag, bei mir ist gerade Samstag, haben wir einen kleinen Filmabend gemacht. Oh, da hört man ein paar Highlights dabei. So. Zack, ein bisschen Ordnung mache hier. 5. Ja, sind wir auch relativ schnell. Und zwar der Anfang haben wir gemacht mit Velocipastor. Ja, also kein Velociraptor, sondern ein Velocipastor. Das ist so ein Low-Low-Budget-Film über einen Priester, der dem so ältere war gekillt und irgendwie wieder klar zu kommen, flieht er. Oder macht er Urlaub in China und dort durch ja, eine komische Gelegenheit erwirbt er dort
oder was heißt, er wirbt, hat er dann plötzlich die Superkräfte und kann sich in einen Velociraptor verwandeln, eigentlich in eine kleine T-Rex. Passt eher. Und dann hat er halt Blutdurst, Hunger und du da Leute kille. Und mit Hilfe von einer Prostituierten du da halt diese Kraft nutze, um das Verbrechen zu bekämpfen. Und er kämpft dann gegen das organisierte Verbrechen und gegen Ninjas. Das sind so Ninjas, dürfen auch nicht fehlen. Die haben irgendwie so Drogenkartell und so. Und ja. Also das Ding ist so bescheuert, wie sich's anhört. Also wie gesagt, total low budget. Das ist auch eigentlich so mehr eine Persiflage auf so Trash-Filme. Und da ist dann allein wie er sein Ältere verliert. Es ist halt ein Auto durchstehen und dann ist halt eine Szene, wo er hinten dran steht, ein Feuer. Es ist halt einfach so ein Haus, da steht gar nichts davor. Und wo das Auto eigentlich stehen soll, kommt dann so eine Schrift, eine Blendung, Exploding Car FX oder sowas. Und die herrscht halt so Explosionssound. Und dann ist der, wenn er sich in den Dinosaurier verwandelt, ist das eigentlich ein Kostüm, wo der Regisseur mal früher auf der Schule hat, um seine Mutter gemacht hat. Das hat er aus dem Keller ausgegrabt. Und das ist total charmant. Also total schlecht, aber mit Gespür, wie du schlecht richtig machst. Der Film nimmt sich halt zu keiner Sekunde ernst. Die Schauspieler, die machen das richtig. Also, das kann man schlecht beschreiben. Der Hauptdarsteller, ich finde, er macht das super. Das ist die Oscar-Vorstellung am Rahmen. Das ist auch kein Overacting. Oder dass er es irgendwie so gewollt witzig machen will. Nee, es passt einfach alles, wie er das darstellt und so. Das kommt einfach nur gut. Ein paar Witze sind richtig gut. Und der Schlusskampf ist einfach nur episch, wenn er da neun die Ninjas platt macht und der total putzige Dinosaurier da rumläuft. Das ist so genial. Das ist so genial. Wir haben so gelacht. Der Film geht nur 75 Minuten, hat leider Gottes auch ein paar Länge, auch wenn er so kurz läuft. Also so ganz perfekt ist der Film nicht so ganz rund. Aber also es war schon mal ein Highlight. Vor allem, weil der Film halt grundsympathisch ist. Und dem kann man eigentlich nicht böse sein. Also es war relativ guter Anfang. So, und jetzt gucken wir uns erstmal den S-Stern konzentrieren. Lass mal da an. Ich bin gespannt, ob der unentdeckt ist. Wurde mir schon ewig lang nicht mehr. Also Kohlestoffstern unentdeckt ist. Das wäre nämlich sehr cool. Ja, geil. Geil. Ah, so muss das doch sein. Genau so und nicht anders da. Ja, können wir gerade noch scannen. Dann müssen wir das System natürlich sehr schön gutachten. Also, wir haben sogar ein terraformierbarer. Oh ja. Ein Spektralklasse S-Stern. 30 Sonnenradie in Sonnenmasse. Ist sehr schön. Ja, 416. 5. Ist terraformierbar. Wir gucken mal, wo wir 1 und 5. Ist das so ungefähr? Ja, da fliegen wir jetzt erstmal auf die erste und gucken mal, wie groß der S-Stern ist. Wenn nicht, landen wir da. Genießen wir noch die Aussicht. Das wäre noch cool. So. Okay. Gut, dann können wir gerade noch schnell weitermachen. Zweiter Film war The Toxic Avenger. So Troma-Produktion. Irgendwie so Anfang, Mitte 80er. Troma ist solch bestimmter Begriff. Total anarchische Filmschmiede aus den USA, wo alles billig macht, aber mit viel Herzblut und so. Und auch immer sehr drüber. Ist halt, ja, spielt halt immer an Troma will.
der fiktive Stadt, da gibt es halt viel Giftmüll. Und dann ist ein so Typ, der ist so ein bisschen, ja, man könnte zurückgeblieben sein, der wird halt immer von alle gehänselt und so. Und nur so ein Prank, der geht halt schief und der Typ fällt halt, stürzt aus dem Fenster in so Lasch darin, wo Giftmüll gelagert hat. Durch den Giftmüll stirbt er halt nicht, er mutiert zum Toxic Avenger, also total entstelltes Vieh, Superkräfte. Und der fängt halt ein bisschen an, nicht nur in der Unterwelt aufzuräumen, sondern auch bei den die Träger am Stecker haben und die nicht genervt haben. Und der Film ist erstmal, boah, also totales Overacting, aber halt unerwartet gute Spezialeffekte, es wird teilweise schön gesplattert und der Film, der traut sich einiges. Mancher könnte sagen, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Also wäre Hunde gekillt, wäre Kinder überfahren und das ist und ja, der ist halt total dramamäßig abgedreht und bei all dem Chaos erzählt er na, trotzdem sowas wie eine Story, die typische Superhelde Story, was heißt Superheld wider Willen, trifft halt Mädchen, die ist halt blind, sieht halt nicht wie er aussieht und nur, merkt halt nur, wie er ist und verliebt sich in eine, ja, ganz klassisch halt, wenn man so will. Und der ist gar nicht mal schlecht, der Film, also wollte ich eigentlich immer mal gucken. Na komm, wir landen mal eh. Denn Anblick lassen wir uns nicht entgehen. Ja, war okay, also der macht immer noch viel Spaß, der Film. Wenn man so mit Overacting und so drüber zurechtkommt, dann ist das, denke ich, auch so nicht schlecht. Da ist das immer sowas, was man gucken kann. Ne, das ist eigentlich relativ geradlinig. Viel Trauma-Dinger sind immer recht konfus und so. Was heißt viel? Also ich kenne bei weitem nicht alles oder ich kenne auch nicht viel. Ich kenne nur ein paar. Und der ist eigentlich relativ eingängig. Das geht schon klar, wenn man halt über die diverse Geschmacklosigkeit, wo er doch hat, hinwegsehen kann. Ich konnte es. Hab mich amüsiert. Oh, der hat bestimmt über einen GDR-Planet. Okay. So, ja, wir können tun wir mal kurz ein bisschen Peile. Ja, ein bisschen weiter nach vorne. Dann passt das. Genau, was gab es dann noch? Dann gab es noch, ach genau, Death Valley. Das ist so einer von den Filmen, die ich mal beim Match Prime Day von 99 Cent ausgeliehen. Das ist so Low-Budget Creature-Horror. Ja, kennt man ja, unterirdisches Labor. Da werden Versuche gemacht, viel läuft dann dort drin rum. Irgendein paar Soldaten soll das aber da gerade biegen, beziehungsweise jemand raushole. Und die Story halt, das Ganze auf Low-Budget gemacht, müsse, ja, ja, es gibt nicht viel Fakten zu dem Film, ein paar sind relativ schön. Also der Film ist gerade noch so okay, sag ich mal, dass man eine Google kann. Das Vieh sieht richtig gut aus, so irgendwie, ja, erinnert so ein bisschen an The Licker von Resident Evil, so vom Gesicht her, aber auch blind ist und so. Also richtig gut gemacht, das Vieh sieht echt gut aus. Also die Viecher, das haben sie richtig gut hingekriegt. Die Story ist halt zweckmäßig. Am Anfang gibt es noch so ein bisschen Soldatenballerei im Wald und das wirkt halt alles so ein bisschen, ach. Also ja, komm, wir müssen noch ein bisschen Zeit raushauen, lassen wir die Soldaten im Wald noch ein bisschen rumballern. Es ist halt einfach nur scheiße und macht keinen Spaß. Ja, wenn sie neun im Bunker sind, hat man alles schon 100.000 Mal gesehen in dem Film. Der macht nichts Neues, die gleichen Keller, die kennt man alle gar. Und oder so ähnliche Keller, aber so unterschiedlich sind die und nicht tausende Filme. Ja, aber so letztes bisschen an das ist okay, hat er noch. Nichts Überragendes, Schauspieler reiße ich auch kein Bein aus und als Creature-Fan kann man das Ding mal gucken, man muss es aber nicht. Und wer kein Creature-Horror-Fan ist, der oder das nur guckt, wenn die Filme gut sind, dann der steckt sich den Film am besten direkt, weil ja, so reicht und sich halt auch nicht. Genau, das war so die Filme, die das letzte Mal kamen. Ich schon ein bisschen weiter gucken. So, ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal nach unten.
hier. So, Fahrwerk ausfahre. Mal gucken, wo wir mit der Schüssel hier landen können. Sagen wir hier 1,1G. Komm, gleich raus. Kannst du doch, genau. So, ach, Mr. Warwick, gerade was. Komm, bei Papa, hopp. Oh, ja. So, und sicherheitshalber tun wir dann doch der SAV auspacken. Ne? Doch hohe Temperaturen. Das ist wahrscheinlich sicherer. Licht brauchen wir hier definitiv nicht. Ja, hier Prokurum. So, dann, wo fahren wir hin? So. Wir schauen mal, wie problematisch die Temperaturen sind. Oh ja. Reichlich. So, netter S, oh, netter S-Stern hier. So, ach, nur 800, nee, 900, 986. Das ist in der Nemo vierstellig, da stellst du dich so an. Moment, wir steigen nochmal kurz in, dann gehen wir gerade nochmal raus. Ich war noch nicht fertig. So, okay. Dann würde ich doch sagen, wir hätten es damit. Ach, wie schön die Maus kommen. So nett. So, mit dem Anblick wünsche ich euch dann schon mal. Ja, ein schöner Wochenstart und genau, bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.